Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Best Cars. Mein Name ist Kamal und das ist Samir. Hi. Wir sind zurück nach 2 Wochen und wir haben letzte Woche keinen Best Cars gehabt. Warum, Samir? Weil jemand krank war, oder? Genau. Wer krank war, das ist eigentlich vollkommen egal. Es spielt keine Rolle. Aber derjenige, der krank war, der konnte nicht reden. Deswegen ist der Best Cars ausgefallen. Aber mittlerweile kann ich wieder reden. Okay. Nein, das war natürlich Spaß beiseite. Klar, also ja. Kann mal ab und zu passieren, dass der eine oder andere krank wird. Und wenn Samir krank ist, kein Problem. Ich zwinge ihn, dass er hierher kommt. Aber wenn ich krank bin, ich muss mich schon. Nein. Wir sind zurück, wie gesagt. Und wir haben den 50. Bestcast. Das ist jetzt mittlerweile... 50? 50 ist die Hälfte von 100. Und... Geil! Mathematik. Aber ja, es ist wie jede andere Ausgabe auch. Wir sprechen über Smartphones, Tablets, Technologie und... Das war's. Ich stehe jetzt nicht auf und tanze oder sowas. Ich dachte, ich krieg ein Geschenk oder so. 50. Wir haben coole Themen dabei. Wir haben coole Telefone hier, ein cooles Tablet und das Beste, wir haben die coolsten Leute. Das stimmt. Was bist du für ein Schleimer, Alter? Das stimmt. Was denn? Lass mich. 50 Bestcast. Okay, lass uns eigentlich anfangen. Also vor zwei Wochen haben wir uns gesehen, Bestcast 49. Es hat sich etwas ereignet und zwar gibt es ein Tablet von Nokia. Ja. Nokia ist oder? Aber es ist nicht Nokia, was zu Microsoft Mobile geworden ist, sondern es ist diese sogenannte Nokia Company, dessen Hardware-Geschäft Nokia Technologies ist, die unter anderem auch angewandte Forschung machen. Und Nokia hat auf so einem finnischen Event, ich meine, es war in Helsinki, Slush, genau. Und da haben sie ganz spontan ein Tablet gezeigt. Sie hatten ja im Vorfeld schon angekündigt gehabt, hey, am 17. haben wir was und wir zeigen euch unsere Ausrichtung. Bevor wir zu dem Tablet kommen, Nokias Ausrichtung ist, dass sie wieder in das Hardware-Geschäft einsteigen. Rechtlich sehen sie das so aus, dass sie erst 2016 wieder Smartphones machen können. Genau. Bis dahin haben sie noch etwas und wir wissen ganz genau, wenn wir das Tablet kennenlernen, was für Smartphones sie machen werden, nämlich Android-Smartphones. Also alle Android-Fans, die immer schon ein Nokia-Smartphone haben wollten, die bekommen jetzt ein Android-Smartphone, aber halt erst 2016. Was die machen dürfen schon jetzt, sind andere Produkte wie Wearables oder zum Beispiel Tablets. Genau. Und was haben sie gemacht? Die haben ein Tablet vorgestellt. Wie heißt das denn? Es heißt das Nokia N1 und ist ein 7,9 Zoll Tablet. Was erstmal eine schöne kleine Größe ist. Ja. Also ich meine, halt sagen so 8 Zoll kleines Tablet, so Zwischending zwischen Nexus 7 und... Nexus 9? Ja, iPad Mini ist ja seit 3 Generationen 7,9 Zoll groß, Nexus ist 8,9 Zoll groß und iPad Air, iPad Air 2, beziehungsweise alle iPads, die waren oder sind 9,7 Zoll. Richtig. Und Nokia positioniert sich in der Mitte, weil wir alle mittlerweile wissen, dass 10 Zoll Tablets oder so 13 Zoll große Geschichten, zeige ich euch gleich, was ich hier habe, ich habe auch noch das Nexus dabei, zeige ich euch auch noch gleich. Zu der Hardware kommen wir gleich. Aber wir wissen alle, große Tablets sind so Wohnzimmer-Tablets, Zuhause-Tablets, guckst du im Bett und dann... Ja, also die großen Tablets sind so wirklich schön, wenn man zu Hause irgendwo hat, liegt auf einem Tisch oder wenn du halt so Sofa sitzt und surfst. So ein kleines Tablet ist halt, packe ich in meine Jacke rein, habe ich einfach in der Hand, nehme ich mit... Passt, habe ich überall dabei sozusagen. Ich habe es immer in der Tasche, also ich habe mehrere, aber wenn ich so ein kleines Tablet mitnehme, habe ich es trotzdem in der Tasche. Ich habe es noch nie in meinen Jackett oder sowas reingepackt. Viele machen das. Ja. Ich verstehe das. Also ich habe es auch einmal schon mal gemacht, weil ich so faul war, eine Tasche mitzunehmen, weil ich nur das iPad dabei hatte. Habe ich gesagt, ach komm, passt schon. Okay. Habe ich meine Jacke reingetan. Okay. Aber es ist schon praktisch, noch ein kleines haben, weil ich benutze hauptsächlich ein iPad Mini, kein iPad Air. Habe ich zu Hause liegen, benutze ich aber wenig. Benutze meistens ein iPad Mini, weil ist halt einfach praktisch, finde ich. Ist klein. Und was Nokia gezeigt hat, ist halt ein 7,9 Zoll Tablet mit einer Auflösung von 2048x1536. Das ist die gleiche Auflösung wie beim Nexus 9 und iPad Mini 2, iPad Mini 3 und iPad Air, iPad Air 2 bzw. iPad 3 und iPad 4. Und iPad Mini Retina. iPad Mini Retina ist iPad 2, Digga. Nein, das, vorher hieß es iPad Mini Retina. Okay. Okay, es kommt mit einem Intel 64-Bit Quad-Core-Prozessor mit 2,3 GHz Taktfrequenz und 2 GB RAM. Das Besondere an dem Tablet ist? Es ist das erste Gerät, das, das eine Schnittstelle besitzt, die wir uns alle irgendwie schon gewünscht haben, weil wir sie von Apple so mittlerweile kennen. Sie hat eine besondere Funktion. Sie ist... drehbar. Also man kann sie nutzen, wie man möchte. Man muss nicht mehr nachgucken, ist das jetzt unten oder oben oder wie ist die Position, sondern es ist USB Typ C und wie die meisten von euch wissen, das ist
Inversible. Also genau. Man kann es einfach drehen. Also das ist halt Mikro-USB-Anschluss, was die jetzt einbauen. Kann man es anchecken, wie man will. Also nicht immer, man steckt es ein, so, oh, passt nicht. Andersrum, passt auch nicht. Ah doch, das erste war schon richtig. Das passt jetzt immer. Das finde ich mal, wird endlich Zeit. Und man sieht hier wieder, Nokia war immer, der solche Sachen als erstes macht. Ja. Und die machen schon wieder so ein Zeug als erstes. Umkehrbar ist der richtige Begriff. Es ist ein umkehrbarer Anschluss. Man kann ihn anschließen, wie man möchte. Man muss nicht hinschauen. Es passt direkt. Wie ein Apple Lightning Anschluss. Und Nokia hat es gemacht, wie Samir schon gesagt hat. Ja, ansonsten ist es ein USB-Anschluss. Damit kann man das Teil aufladen und mit dem Computer natürlich verbinden, wenn man das dann heutzutage noch überhaupt macht. Ist das kompatibel mit meinem alten Kabel? Ja, das ist es. Das ist es. Aber dann ist es aber nicht umtauschbar. Also du kannst deinen alten Anschluss einstecken, wie du möchtest. Okay. Weil cool. Das Housing ist, das Framing ist. Das ist umkehrbar. Das ist symmetrisch. Ah, cool. Das ist doch praktisch. Ansonsten ist es 6,9 mm dünn. Ja. Es ist aus Aluminium gemacht. Wenn man jetzt das Tablet das erste Mal sieht und man kennt vielleicht nur iPads, dann sagt man vielleicht, okay, es ist ein iPad, weil diese Micro-Drills, die man hier zum Beispiel beim iPad sieht, ich glaube, man sieht das etwas. Bisschen zu? Ja, es sieht man leider nicht davon, das Silberne. Aber ich glaube, was ihr versteht, ist, dass hier der Anschluss ist. Daneben sind halt zwei Stereo-Lautsprecher, die sind halt nach unten gerichtet. Ist nicht sonderlich klug, nach unten gerichtet Lautsprecher und dann nebeneinander. Aber ja, die Optik ist die gleiche. Das Framing ist das gleiche, die Optik ist die gleiche, alles ist eigentlich gleich. Es sieht halt, keine Ahnung, ich würde sagen, wie ein iPhone 6, iPhone 6 Plus halt in groß aus. Genau, wie gesagt, man auf den ersten Blick hat man den Eindruck und wenn ihr das Teil nicht kennt, ihr könnt auf unserem YouTube-Kanal ein Hands-on-Video von Daniel sehen, er war natürlich vor Ort und hat sich das Teil angeguckt. Wie gesagt, auf den ersten Blick sieht es halt wie ein iPad aus, aber ich finde es halt nicht so schlimm oder tragisch. Ich würde es kein zweites Mal sagen, es sieht aus wie ein iPad. Es erinnert halt stark an ein iPad-Design, aber ich finde es nicht schlimm. Ich meine, ist okay. Ich meine, es ist Tablet. Ich finde, es sieht schick aus, wirklich. Ja. Für ein 7,9 Zoll. Und dass die auch noch mit Lollipop direkt kommen und nicht mit irgendwie das alte. Das muss man hinzufügen. Nokia ist der erste Hersteller, die ein Abwerk mit Lollipop ausgestattetes Tablets verschiffen. Richtig. Was Nokia macht, ist, die haben zwar als zugrunde liegendes Betriebssystem OS 5.0 Lollipop, aber die Oberfläche oder der Launcher ist in diesem Fall der Nokia Z Launcher. Wir haben den schon mal in Best Apps einmal gezeigt. Genau. Das ist eine coole Geschichte. Der Fokus ist auf Zugriff gelegt. Man hat also schnellen Zugriff. Ähnlich wie Apple Spotlight gibt man einen Buchstabe ein und zack, hat man eine Instant-Suche wie bei Google oder sowas. Und man kann die Apps raussuchen. Plus dieser Screen, der lernt von euch, wie ihr, wo ihr was verwendet. Also wenn ihr auf der Arbeit seid, dann braucht ihr vielleicht Skype und weniger Spotify und natürlich Instant Messaging Tools oder sowas. Und wenn ihr zu Hause seid, wollt ihr vielleicht Spotify haben oder im Auto. Facebook, solche Sachen. Also das ist eigentlich ein sehr intelligentes Launcher, was die gebaut haben. Als ich ihn damals installiert habe auf meinem One, war er ziemlich laggy. Genau, das war ja auch damals Beta. Er war auch ziemlich stark Beta. Ja. Und jetzt haben sie den im Google Play Store gelauncht. Also probiert den mal aus. Ja. Also, kann ich wirklich empfehlen. Der ist flink und das Coole ist wirklich, wenn man wirklich was sucht, halt. Man muss einfach Zeit nehmen. Zum Beispiel, wenn man mich suchen würde, müsste man einfach ein S schreiben, dann wird alles mit S angezeigt. Skype, mein Name und so weiter. Es ist Handwrite, also es ist Handschrifterkennung. Man macht einfach ein S und dann versteht er das als S. Das ist richtig cool. Halt alle Elemente mit S an, wie Skype, Spotify, Samir, Sex. Okay. Die Sachen hab's im Kopf. Auf jeden Fall ist es ein cooles Tablet, was gut aussieht. 5300 mAh. IPS LC-Display, optisch laminiert. Ansonsten, was muss man darüber noch wissen? Preis. Der ist natürlich heiß. Genau, $249 plus Steuern. Also sagen wir so, ich würde es auf 300 Euro tippen bei Deutschland. Wo? Das Tablet, das Nokia N1, das gibt es als erstes in China. Ja. Ohne Google Play Services hier in Deutschland oder in Europa, wenn es dann kommt, es kommt nämlich. Wann es kommt, wissen wir nicht. Zu welchem konkreten Preis auch, das wissen wir auch nicht. Aber das, was wir hier für aktuelle Informationen haben, ist das, was Sami gerade genannt hat. Wenn es dann kommt er mit Google Play Services. Richtig. Also Play Stores. Das ist halt also Google Certified. Genau, also sozusagen, solltet ihr so stark drauf sein und es aus China importieren, würdet ihr dort kein Google Play Services drauf haben, also kein Play Store haben. Genau. Dort ist was anderes drauf. Man kann es aber dann installieren. Genau. Ne?
Das haut hin. Next. Ja, das ist Nokia N1. Wie gesagt, ein cooles Tablet. Will ich mir einmal selber anschauen, bevor ich aber noch konkret darüber was sagen kann. Ja, ich auch. Ich glaube, eigentlich war viel nicht los, oder was gab es noch alles? Ja, es gab mal was von Telekom, mal was. Was? Von Tesla noch was. Wollen wir zu Telekom? Was gibt's von Telekom? Von Telekom. Telekom bietet mobiles Internet mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Oh Mann, hört sich schneller an als mein DSL zu Hause. Ja, hört sich viel schneller an. Du hast ja nur noch 16.000, du Armer. Ich habe gar kein DSL aktuell. Achso, dann hört sich dann super schnell an. 300 mal so schnell, was du zu Hause hast. Die Deutsche Telekom, ja. Hat natürlich mobiles Internet, wie jeder andere Carrier auch. Und jetzt schalten sie ihr Netz auf Carrier Aggregation, das ist LTE Cat 6, mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Ich weiß ganz genau, jetzt kommen die ersten Leute und sagen, ja. Digga, wofür brauche ich das? Nein, die sagen nicht das, die sagen, bei einem Gigabyte oder 512 MB bringt mir das auch nicht viel. Doch. Was ist dann wichtiger, Geschwindigkeit oder Volumen? Eigentlich das Optimum zwischen den beiden. Das heißt, was wünschst du dir denn? Also ich würde mir wünschen, sagen wir so, also Geschwindigkeit mit den aktuellen bin ich zufrieden, was wir aktuell haben, so 50 Mbit oder 100. Ich habe zu Hause 80. Ha? Ich habe zu Hause 100, aber okay. Und ich meine jetzt ich meine es auch mobil. Schaff doch nicht rum, Alter. Digga, ich habe Telekom zu Hause, mobiles Internet, 100 Mbit. Zeige ich dir, Screenshot. Du hast aber Vodafone. Ich weiß, aber ich habe zu Hause auch Telekom. Mein Bruder hat Telekom. Sag ja jetzt. Okay, also Optimum wäre wirklich mal, dass man so Datenvolumen hat von, sag ich mal, es soll ja mobil sein, mobiles ja. Internet sein, von 10 bis 20 Gigabyte. Erstmal, nur weil es nur mobil ist. Wenn es aber für die Rechnernutzung sein soll, dann brauche ich locker 100 Gigabyte oder mehr. Aber so für mobil würde ich schon sagen, langsam braucht man schon fast 10 Gigabyte. Ja. Ich habe irgendwie 5 Gigabyte und auf 2 Karten, also 10 gesamt. Ich krieg's manchmal wirklich weiter, krieg's Karten leer. Also mein iPad hat noch 5 GB, mein iPhone hat, also meine eigene SIM-Karte hat 5 GB, die kriege ich manchmal wirklich leer. Also ich habe, wie gesagt, aktuell kein DSL zu Hause, weil Vodafone es verbockt hat. Und ich nutze die ganze Zeit nur mein Telefon für alle Geräte, die ich habe. Und vielleicht kann sich jemand vorstellen, ich habe einige Geräte zu Hause. Und ich liege gerade bei 126 GB. Für die vergangenen 25 Tage. Genau, aber du hast es dann ja auch über dein Notebook benutzt und alles gemacht. Ja, und auch du hast was benutzt. Nein, lügt doch nicht. Auf jeden Fall, ja, okay. Ich denke auch so 5 bis 10 Gigabyte würden mir ausreichen. Und eine Geschwindigkeit, ich würde sagen 100 Mbit ist eigentlich ganz cool. 300 Mbit ist natürlich so, wow, so schlägt das Nerdherz etwas richtig doller. Und man sagt, wie will ich haben. Als wir das gelesen haben, dachte ich so, Alter, wo ist Vodafone? Ne? Wir sind alle eigentlich Vodafone-Konten. Ja. Aber ja, was für eine Geschwindigkeit habt ihr denn? Also ich habe, wie gesagt, zu Hause bis zu 80 Mbit und habe als Red L Premium 6 Gigabit. Ja, ich habe das Gleiche. Ja, genau. Ich habe das selbe. Ich erreiche aber mit Vodafone zu Hause meistens irgendwie nur 50, 60. Mein Bruder hat einen Telekom-Vertrag, der kriegt damit 100 zu Hause. Okay. Also... Aber trotzdem, das reicht mir meistens zu Hause. Also ich tether manchmal auch zu Hause, wenn Kabelleuchte mal wieder nicht funktioniert, dann muss ich halt... Entweder funktioniert Vodafone nicht, oder Kabelleuchte funktioniert nicht. Beide... Vodafone Companies. Auf jeden Fall, was für eine Geschwindigkeit habt ihr? Schreibt es in den Kommentaren. Ja. Das interessiert uns natürlich. Ja. Ansonsten, ja, diese Telekom-Geschichte, die ist natürlich interessant, macht Spaß. Ist aber nicht in allen Städten verfügbar, sowas wie Berlin, Potsdam, Leipzig, glaube ich, auch noch. Ich glaube, Leipzig ist es. Aber nicht genau, Leipzig, Stuttgart und Magdeburg und weitere Städte kommen natürlich hinzu. Genau. Das ist im Grunde nur ein Software-Upgrade von der Telekom. Da muss an der Hardware, an den LTE-Antennen oder Basisstationen nichts gemacht werden. Was mit den Handys? Ich brauche ja Cat 6 Telefon. Du brauchst bestimmte Telefone, ja, Cat 6 Geräte. Galaxy Alpha, Galaxy Note 4 und ein anderes Samsung-Telefon ist das noch. Es ist das S5 Advanced. Achso, das S5 Advanced, ja. Was gibt's noch? Du hast gerade von Tesla was gesagt. Was hat Tesla schon wieder gemacht? Ja, Tesla schickt mir bald ein neues Auto, habe ich gehört. Ist das schon morgens oder wieso träumst du noch nicht? Okay, es geht darum, Elon Musk, CEO von Tesla. Und SolarCity und SpaceX. Ist gut. Ich finde den Typ richtig cool. Ich weiß, muss ich ja sagen. Ja, ist gut. Er ist so der richtige Steve Jobs-Nachfolger, finde ich. Er ist so Ambition und hat keine Zeit und arbeitet immer nur und ich finde das toll. Ich finde es. Digga, ich habe auch keine Zeit, arbeite viel. Und du spielst GTA 5 die ganze Zeit. Okay. Ich finde es gut, wenn Menschen arbeiten und halt nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern arbeiten, weil sie etwas erreichen wollen. Und das finde ich
egal an Frau oder Mann, ja, nur Homo, nee, egal an Frau oder Mann, ich finde es einfach beeindruckend und attraktiv zugleich. Wer arbeitet, finde ich, verdient Respekt. Ja, das aber nicht, weil man arbeitet, um zu leben, sondern weil man arbeitet... Weil man was verändern möchte. Weil man etwas erreichen möchte. Genau. Ja. Jetzt darfst du. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte sagen, Elon Musk will mit 700 Satelliten die ganze Welt mit dem Internet versorgen. Wieso lachst du die ganze Zeit? Weil ich es vergessen habe, was ich sagen wollte. Nein, du spielst die ganze Zeit nur GTA 5 Tag und Nacht. Deswegen lachst du. Ich erzähle das. Ja. Also, die Geschichte ist, dass Elon Musk, kennt ihr ja alle, Kumpel von mir. Der möchte etwas erreichen. Und zwar ist die Story eigentlich nicht neu. Es gibt ja schon einige Unternehmen wie Google, Facebook, die wollen die Erde komplett mit Internet versorgen. Also Internet an den Stellen oder an den Orten bringen, wo halt es einfach nicht ökonomisch ist für einen Netzanbieter, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt Vodafone, Kabel dorthin zu verlegen. Richtig. Weil was kostet ein Kabel bis hin zu, keine Ahnung, auf Dorf, kostet richtig viel Geld und derjenige zahlt im Monat halt nur seine 19,95 oder sagen wir mal 29 Euro oder 39. Das rentiert sich nie und nimmer. Genau. Aber trotzdem soll man die Menschen mit Internet versorgen, weil Internet ist sehr essentiell. Ihr merkt das selbst. Macht mal 3 Tage einmal ohne Internet, es ist wirklich schwer. Ja. Er stand mit seinem Auto vor meinem Haus und hat getettert. Ja, ich kenne das mittlerweile, deswegen kann ich das gut mitteilen. Ja. Ne? Weil alle Systeme heutzutage mit Internet funktionieren, weißt du? Als wir damals noch Kinder waren, wir konnten nicht einfach mal schnell googeln oder sowas. Richtig. Wenn ihr was wollten, heutzutage guckt ihr die Generation an, meine Nichte, die ist 4, die weiß, wie man mit einem iPad umgeht. Okay. Also, was ganz cool ist, sie googelt jetzt natürlich nicht, aber ich meine, es ist halt für einen Schüler oder sowas, ist ja sehr attraktiv, wenn man was... Ja, genau, wenn man was suchen will, halt nicht mehr zu einer Bücherei gehen muss, ein Buch zu gucken. Man schnell googelt und weiß sofort die Antwort. Viele Sachen erledigen sich, viele Sachen sind interaktiv, die Lernfähigkeit ist besser. Ja. Also dafür braucht man Internet, also die Infrastruktur. Und ihr seht schon, Internet ist wichtig, also muss man Internet irgendwie rüberbringen. Und das sind so Leute, die wollen das machen. Natürlich sind das Firmen und Firmen sind gierig von der Natur aus her. Die haben schon irgendwelche Hintergründe. Aber ein cooles Benefit, eine Konsequenz davon ist, dass man das Internet ja auch sonst wie nutzen kann. Ich meine, Google will das auch machen mit Satelliten und den Luftballons, ja. Project Loon. Und die testen das jetzt demnächst in Australien. Genau, Queensland. Ich glaube, Anfang nächstes Jahres ist das? Oder? Im Dezember schon. Also im Dezember schon. Da wollen die einige Luftballons steigen lassen und Queensland mit Internet versorgen. Läuft mit Telstra zum Beispiel in eine Zusammenarbeit. Aber ja, du siehst, Google hat natürlich, wenn Google und Facebook das machen, und die machen es ja, dann wissen wir, was deren Intentionen sind. Richtig. Beide sind Internetfirmen, die wollen natürlich Daten haben oder halt irgendwie Nutzen daraus sehen und halt Geld machen. Das ist verständlich. Aber Elon Musk will das jetzt auch machen. Was aber seine Intention ist, verstehe ich noch nicht. Ich nehme an, er will auch irgendwann mal... Er will irgendwann was Neues starten wieder? Ja, also irgendwas, was Neues anbieten können oder einfach vielleicht am Ende auch halt was verkaufen. Ne? Irgendwie. Also es muss aber, die Idee ist ja auch an sich, dieses Internet, was über Ballons oder Satelliten oder wie auch immer bereitgestellt werden soll, das soll ja auch für Länder sein, wo die Leute nicht wirklich viel Geld haben. Da muss das Richtig. Ja auch so ein Internet erschwinglich sein, ne? Dass sich auch halt jeder es leisten kann. Weil es bringt nicht, wenn die sagen, hey cool, in Hamburg habt ihr oder in irgendeiner Stadt überall Internet, das kostet aber super teuer, dass sich kaum einer das oder nicht jeder es leisten kann. Dann bringt das ja auch nicht. Es muss halt so gelöst werden, dass es leistbar ist, finde ich. Ja, ich hoffe mal, dass Elon Musk auch diesen Weg geht. Das Problem eines sogenannten GANs, Global Area Networks, ist auch, du hast zwar über Satelliten hervorragende Downloadgeschwindigkeiten, aber GANs haben zum Beispiel das Problem, dass die Ping Ratio, also das Ping, der Ping ist richtig schlimm. Also wie Gaming und sowas funktioniert da nicht. Die Latenz ist halt super schlimm. Ja. Ja, GTA Online kannst du da vergessen zu mir. Ja. Geh aufs Land, ist gut für dich. Nein, ich bleibe in der Stadt. Ja, also das ist was noch passiert ist. Aber ja, das war's, ne? An sich war jetzt nicht, wie ich meine, das war es eigentlich, das Große, worüber man wirklich reden kann. Dann sprechen wir über Hardware. Ich habe 2 Hardware, eigentlich haben wir insgesamt 2 und Samir hat auch 1. Das ist ein Nexus 6 von so. Google. Wir hatten ja das Nexus 9 euch schon gezeigt, das ist das Tablet. Verzeihung. Und das ist das neue Smartphone. Es ist... Dieses Mal, wie gesagt, nicht von LG Electronics gemacht, wie Nexus 4 und Nexus 5, sondern das Nexus 6, zufälligerweise in der 6. Generation auch, wird von Motorola gemacht. Das war die Grundlage dafür. Das Moto X 2014, Second Generation. Und das ist das, wie gesagt. Gibt es in 2 Farben?
Ja. Hier. Das ist Midnight Blue und das ist White. Genau. Die Geräte sind final, alles ist soweit okay, Software ist auf dem neuesten Stand und da läuft natürlich OS 5.0 Lollipop drauf mit Material Design. Die Oberfläche nennt sich nach wie vor, ich habe bei Google nachgefragt, nennt sie sich nach wie vor Vanilla UX. Vanilla UX? Okay. So heißt es offiziell laut Google. Nicht Material Design, ist das Material Design ist das Element. Also ich habe die Marketingabteilung gefragt und die meinten, Vanilla UX ist die offizielle Bezeichnung. Okay, cool. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe das jetzt seit 4 Tagen. Ja, auch. Ja. Seit 4 Tagen haben wir die Geräte. Der Verkaufsstart dieser Geräte ist, ich habe soweit erstmal verstanden, am 25. November, aber das ist nicht richtig. Ja, also sagen wir so, Verkaufsstart ist, es wird nur halt nach 3 bis 4 Wochen geliefert. Man kann es ja auch PlayStation die bestellen. Mhm. Mediamarkt bietet, glaube ich, auch schon Vorbestellungen an. Mhm. Und ich glaube, Amazon gibt es die auch. Amazon schon. Ist aber teurer. Also wer das haben möchte, sollte bei Mediamarkt zuschlagen, weil Mediamarkt ist günstiger. Ja. Dort kostet die 32-Gigabyte-Variante 5,99. Und die 64-Gigabyte-Variante, die kostet 6,49. 6,49 kostet aber im Google Play Store die 32-Gigabyte-Variante und 64-Gigabyte kostet dort 6,99. Also ist im Grunde Mediamarkt 50 Euro günstiger. Wieso sagst du das nicht gleich? Ja, weil das irgendwie Ende nächstes Jahr, also okay, Dezember wird es geliefert. Ja. Deswegen. Es hätte eigentlich am 25. kommen sollen, aber ich habe es auch nicht verstanden, wie das am 25. kommt, weil soweit ich weiß, sind diese Geräte aktuell in Deutschland bei den Netzanbietern für Clearing. Also die werden dort zertifiziert. Deswegen konnte ich nicht komplett nachvollziehen, wie Online-Shops und so das schon anbieten. Auf jeden Fall haben sie jetzt eine Korrektur gemacht und wie Samir schon sagt, im Dezember, Anfang nächsten Jahres, kommen sie nach Deutschland zu den Preisen, die wir genannt haben. Ja. Sag mal ein paar Sachen. Zu dem Gerät? Also ich bin ja glücklicher Moto X-Nutzer. Das beste Gerät aktuell. Fanboy. Halt dein Telefon aus, Mann. Nein, wir kriegen ja gleich Besuch, deswegen muss ich aufpassen, was derjenige sagt. Okay, also an sich von dem Gerät, es ist halt kein Handy mehr. Es ist jetzt ein Tablet, 6 Zoll, es ist groß, ist halt nicht mit einer Hand benutzbar, aber das Display ist wirklich gut. Und es macht Spaß, so ein großes Gerät zu benutzen, muss ich wirklich feststellen, weil es halt Nexus ist. Hier kannst du dein Telefon aufladen, bitte. Und sorry. Was halt mir aber ein bisschen so in diesem Formfaktor fehlt, ist, also weil es ja Vanilla UX drauf ist, es fehlt mir so Sachen wie, die diesen großen Bildschirm ausnutzen würden. Manchmal sind einfach Apps oder irgendwas auf, halt hochskaliert. Es wird halt nicht irgendwie mehr Infos gezeigt, es ist einfach halt hochskaliert, auf ein 6 Zoll Gerät. Ich meine sowas wie, ich weiß es nicht, zum Beispiel was ein Samsung macht, so ein Split-Screen-Modus oder anderen Sachen. Sowas fehlt Multiview. Mir auch. Multiview. Sowas fehlt mir halt so ein bisschen in dem Gerät. Wenn ich schon so ein 6 Zoll Gerät benutze, soll 5,96 Zoll. Dann soll man auch den Screen halt optimal ausnutzen, finde ich. Das passiert leider nicht bei so einem Gerät. Sonst, richtig cool. Also ich meine, du hast es ja auch ein bisschen benutzt. Also ich bin, wie gesagt, Moto X-Nutzer deswegen, weil ich Motorola so gut finde. Aber ich fand schon die erste Generation so toll, weil sie so prima in der Hand lag und weil die Größe auch so sympathisch war. Deswegen habe ich mich auch wieder für das Moto X entschieden. Es ist wirklich ein sehr tolles Telefon. Und wenn Motorola natürlich das baut, achte ich darauf sehr. Die sind mir halt genauso wichtig wie HTC, finde ich. Oder spüre ich. Und Moto X ist, wie gesagt, die Grundlage für das Nexus. In Midnight Blue habe ich das hier. Ich finde, ehrlich gesagt, Lollipop, so die Features werden so, täglich entdecke ich so 2, 3 Features, die mir sehr gut gefallen. Ja, zum das Beispiel kann ich auch sagen. Go finde ich ganz gut, wenn man jetzt ein neues Telefon hat. Du hast es ja ausprobiert, hat genau. geklappt? Ja, genau, es hat hervorragend geklappt. Ich habe es wirklich, also sozusagen nicht wirklich selber eingerichtet, ich habe es einfach einrichten lassen von meinem alten Telefon. Welches Gerät war das? Das war OnePlus One, habe ich benutzt. Genau, du hast das OnePlus One mit deinem Nexus gehalten und das Nexus 6 hat alle Einstellungen komplett Backup übernommen. Genau, er hat sozusagen alle meine E-Mail-Konten übernommen und hat sofort angefangen, alle Apps zu installieren und hat sogar meinen Homescreen übernommen. Musstest du Google eingeben, Google ID eingeben? Mit ja, Windows? Genau, musste okay. ich. Musste ich sozusagen, ich habe 4 Google IDs auf dem OnePlus One eingeloggt, muss ich alle nochmal mit dem Passwort einloggen. Okay, und alle Apps waren da. Genau, das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Also das Feature finde ich zum Beispiel sehr gut. Ich finde aber auch diese sichere Orte mittlerweile, Verzeihung, sehr gut, weil, wie gesagt, das sind so Sachen, die du täglich entdeckst und insgesamt macht Android 5.0 Lollipop, haben wir ja ganz viele hier, macht das sehr Spaß. Zum Beispiel diese sichere Orte ist ja auch ganz cool, dass man zum Beispiel eine Android Wear hat, dass man die als sein sicheres Gerät hinzufügt. Wenn du die anhast,
musst du das Teil nicht entsperren. Genau, das funktioniert. Und wenn das zu weit entfernt ist, dann verlangst du nach Kennung. Aber weißt du was, wenn du das Gerät verschlüsselst, dann kannst du das nicht umgehen. Das kann sein, ja. Ne? Und ich verschlüssel alle Android-Geräte von mir. Verschlüsselung ist standardmäßig auch hier aktiviert. Genau, genau. Wie gesagt, ich finde es ganz gut. Es ist halt aber, bleibt es dabei, vom Formfaktor her ist das für mich ein No-Go. Es ist einfach zu riesig, zu groß. Ich habe das Note 4 und ich finde es, das ist sogar zu groß mit 5,7 Zoll. Wobei Samsung sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, dass man es ja kleiner hält. Ich glaube, die Geräte liegen hier unten. Ja, warte. Ja, gib einfach beide. Hier und achso, da ist das andere. Genau. Man sieht es, 5,7 Zoll und 5,96 Zoll ist wirklich jetzt kein großer wahnsinniger Unterschied, aber da ist wirklich viel von Samsung eingeflossen. Ja. Hat sich Samsung echt Mühe gegeben. Und zwar Vergleich nochmal hier ein 6 Plus. Das also ist, ihr seht, wir sind ganz fair. Genau. Es ist etwas größer, aber es ist wuchtiger. Es ist mit 186 Gramm etwas wuchtiger als das Nexus. Nee, es ist halt ein großes Gerät. Es ist halt nicht mehr, wo man sagt, so, oh, ich hole mir jetzt Nexus, weil es ist günstig erstmal und es ist klein. Es ist einfach ein Gerät für Leute, die wirklich Tablets oder halt große Geräte haben wollen. Ich würde nicht mehr sagen, dass das ein Gerät ist für jedermann. Ganz ehrlich, als das iPhone rauskam, ne, als beide iPhones rauskamen dieses Jahr, ich meinte wirklich zu Samir, normalerweise habe ich immer iPhone, immer, aber ich meinte, das mache ich nicht mit, weil iPhone fand ich halt immer sehr handlich, sehr gut, fand ich sehr gut. Aber wenn ich mir so ein Nexus jetzt in die Hände nehme und ich habe das hier, das wirkt für mich so wie so ein kleines Baby. Das Baby, ich habe das ja jetzt. Das ist so leicht, ich so klein. Es ist so süß. Ich benutze das ja jetzt seit ein paar Tagen und habe jetzt halt das iPhone wieder mitgenommen. Und das fühlt sich so wie an, ich weiß nicht, ob ich ein 4 Zoll Gerät in der Hand habe, das fühlt sich super klein an. Und ein iPhone 5S dagegen fühlt sich deutlich kleiner an, wirklich. So ein Xperia Z3 das Compact. Das fühlt sich ein Mikrobaby an oder so. Ja, wirklich. Na gut, okay, wie gesagt, das ist mal ein Nexus 6. Ist ein gutes Telefon, man muss aber definitiv wissen, dass es ein großes Gerät ist. Und es ist kein einfaches, kleines, schönes Gerät, sondern ein wuchtiges Gerät. Ich würde mich nach wie vor für das hier entscheiden. Genau, also ich würde sagen, es ist kein günstiges Gerät mehr, wenn man wirklich nicht, also sagen wir so, kein großes Gerät haben will, würde ich auch sagen. Holt euch ein Moto X. Fass mein Telefon hier an. Hier. Wirklich? Ich desinfiziere das gleich. Holt euch ein Moto X. Ich finde sogar, es ist das bessere Nexus. Weil das bessere Nexus ist ein Droid Turbo. Das gibt's hier nicht. Aber das gibt's hier nicht. Sagst du selber schon. Und es heißt nicht Droid Turbo, es heißt Moto Max. Ja. Motorola Moto Max. Nein, es ist ein Droid Turbo auch noch. Droid Turbo ist USA, Verizon genau. Only. Und Moto Max ist auch nur Brasilien. Ja und? Brasilien kann man Reisen und eins kaufen. Ja, USA auch. Ja, aber Verizon steht drauf. Ja und? Ist egal, kannst auch nutzen. Ist CDMA, aber ist Multimode. Ja, ist gut. Kommen wir zu einem anderen Gerät, was ich dachte, ich zeige euch das ganz kurz, weil jeden, den ich es gerade gezeigt habe oder jeden, den ich es bisher gezeigt habe, der ist ziemlich beeindruckt von dem Gerät. Was ist das denn von diesem Ding? Ich sag euch auch gleich, warum ich euch das zeige. Es ist erst einmal ein 13,3 Zoll großes Tablet, kein 10, kein 9,7 oder kein 8 oder 7,9 oder 8,9 Zoll Tablet, sondern eins mit 13,3 und es kommt von Lenovo, Motorolas Muttergesellschaft. Es ist ein Android-Tablet, ist die Vorlage für das Yoga-Tablet und es nennt sich Yoga Tablet Pro 2 Pro. Richtig. Auf der vorderen Seite hat es zwei Stereo-Lautsprecher, jeweils 8 Watt. Auf der Rückseite hat es einen JBL-Subwoofer. Ich finde, die betiteln das so, aber ich finde, es ist kein Subwoofer, also hat nicht diese schwere Bassleistung. Okay, ne? Okay. Nichtsdestotrotz ist es gut verarbeitet. Es ist ein sogenanntes Multimode-Tablet. Was heißt das? Man kann es anfassen wie ein Magazin, so. Für fast ein Kilo ist das natürlich nicht empfehlenswert. Ist voll leicht so. Aber es geht, ne? Ich meine, du kannst so ein iPad so mit einer Hand halten. Ne? Aber hier hast du halt so einen Griff. Übrigens, da ist ein Akku, der hält bis zu 15 Stunden. Der Vorgänger, 10 Zoll groß, der hielt 18 Stunden. Aber der hält 15 Stunden, also einmal. Dann hole ich das hier raus. Dann ist es zweimal. Ja. Yeah. Hast du Obst dabei? Ja. Yeah. Dreimal für Obst. Ne? Dreimal.
Ne? Und was die jetzt halt neu hinzugefügt haben, ist halt so ein Ring. Und dann kannst du es in der Küche aufhängen, deine Rezepte sehen, solche Sachen. Aha. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ja. White Tablet in meiner Küche. Ja. Wie gesagt, warum nicht? Du warum stehst nicht vor dem Herd und kannst... Ach, du kannst ja nicht kochen, stimmt. jetzt kommt aber die große Sache. Und zwar kann dieses Tablet mit einer Quad-HD-Auflösung... Das ist das Gute an dem Ding. Nicht hat es einen integrierten Beamer. Integrierten Beamer... mit einer Auflösung von High Def, also 1280x720 Pixel. Und ich kann es hinter mir einfach mal projektieren lassen. Ist natürlich bei solchen Scheinwerfern hier sehr, sehr schwierig. Aber ihr habt die Idee. Ich halt. Lenovo sagt, bis zu 100 Zoll geht's. Ich habe es mit 50 Zoll ausprobiert. Und wir haben es in die Diagonale gemessen. Das ist wirklich, wirklich gut gelungen. Man kann es nicht glauben, aber dafür, dass das nur ein Tablet ist, ist der Pico-Beamer, der kleine Mini-Projektor, so gut. Der ganze Inhalt wird 1:1 gespiegelt, kann also hier was anmachen, in Ruhe was gucken. Also eigentlich so ein perfektes Tablet, würde ich sagen, für wenn man auf Reisen ist, im Hotel ist, Langeweile hat, Filme drauf hat, kann man einfach sagen, okay, komm, play, ich gucke mir jetzt einen Film an. Lautsprecher sind ja eingebaut von JBL, die sind gut. Da kommen sogar richtige JBL-Kopfhörer mit. Das sind die gleichen, die man bei OnePlus One auch gibt. So unverhedderbare solche genau. Geschichten. Ja. Aber nicht ja, es mitgeben, ist sondern bei OnePlus One extra kaufen kann. Ja, also hier wird mitgegeben, meine ich. Ja. Es ist ein gutes Multimedia-Tablet und kostet entsprechend auch was. Es kostet 599 Euro in der LTE-Variante, die habe ich hier. Und man kann also eine SIM-Karte einlegen, man kann eine Speicherkarte einlegen. Und man kann das Ganze auch mit WLAN kaufen, dann kostet es 499. Aber, jetzt kommt das große Aber. Lenovo hat wirklich gezeigt, dass sie Potenzial haben, also dass sie sowas wie Innovationsgeist zeigen. Yeah. Finde ich ganz gut. Aber Lenovo sollte 2-3 Beispiele lernen von Motorola. Warum? Die Oberfläche sieht, oh Mann, sieht so schlimm aus. Die Oberfläche ist wirklich schlimm. Von der Performance her ist es nicht das stärkste Tablet. Der Prozessor ist ein Intel Quad-Core, 1,86 GHz. Und es ist okay. Es ist halt. Ich hätte eher einen QHD 805 reingesteckt. A ist er für die QHD-Auflösung gewachsen. Ja. Und B, er ist einfach performanter. Und das hier ist so: jetzt funktioniert es noch gut, morgen funktioniert es auch noch gut, übermorgen auch. Aber dann am Sonntag, wenn ihr dann halt einen Film sehen wollt, merkt ihr, dass das schon anfängt langsam zu ruckeln. Plus, die Oberfläche ist halt überhaupt nicht für 13,3 Zoll gemacht. Ja. Hier, öffne mal die Tastatur. Hilfe, man kann darauf gut tippen, ja, aber der ganze Bildschirm wird einfach genutzt dafür. Ja. Man könnte die Tastatur irgendwie ein bisschen kleiner darstellen und dann, damit man mehr von diesem Bildschirm hat. Das ist genau das. Ich meine, ich habe einen 13 Zoll Bildschirm mit so einer hoher Auflösung. Benutze ihn doch irgendwie anständig, dass ich da viel mehr sehen kann und nicht hilft die Tastatur dargestellt wird. Ich weiß, es ist cool, dass man leicht oder bequem damit tippen kann. Aber trotzdem, was bringt mir denn das, wenn ich so ein 13-Zoll-Tablet habe, wenn der nicht optimal genutzt wird? Finde ich halt schade. Und die Oberfläche ist... Da sollte Lenovo etwas von Motorola lernen, finde ich. Ja, die hätten einfach wirklich Nexus, also Vanilla UX drauf lassen sollen. Das ist, ich finde es sehr schade, weil es ist ein gutes Tablet, die Beamer-Funktion ist wirklich cool gelungen. Und das ist toll verarbeitet, zwar das ist alles Kunststoff, aber das ist halt sehr gut verarbeitet, plus das ganze Scharniersystem, wie gesagt. Wobei, man muss aber auch sagen, hast du Obst dabei? Warte, ich habe MacBook dabei, mach mal das. Wobei, man muss aber auch sagen, 13 Zoll Tablet ist auch eigentlich ein Tablet, was du, sag ich mal, zu Hause... im Office oder irgendwo, wo stationär... Bei 1 Kilo ist das schon zu Hause gerichtet. So, ne? Ja. Aber nicht so. Okay, mehr. Das war die Hardware. Ich denke, vielleicht machen wir das als Serie vielleicht, dass wir jedes Mal eine Hardware zeigen, wenn es was Neues gibt, sodass wir das in den Bestkasten integrieren, wenn uns mal die Themen jetzt fehlen. Heute haben wir euch das Nexus 6 gezeigt und das Lenovo Yoga Tablet 2 Pro. Vielleicht zeigen wir euch nächste Woche das... weiß ich nicht. Lass uns mit den Fragen loslegen. Nein, ich will wissen, was wir nächstes Mal zeigen. Keine Ahnung, Mann. Okay, warte. Wir haben Fragen. Wir haben Voice-Fragen, das heißt... Die Nummer seht ihr hier? Genau, ihr könnt Fragen hinterlassen bei uns und wir beantworten sie hier. Wir haben heute insgesamt 5 Fragen. Wenn ich mich nicht irre, sind das insgesamt 4 Fragen, richtig, wobei jemand etwas zu lange gesprochen hat. Richtig. Aber ihr könnt natürlich auch eure Fragen zu den Geräten, zu anderen Geräten, zu euren Geräten, zu Android, iPhone...
auch schriftlich stellen und wir nehmen sie dann schriftlich. Heute machen wir die Voice-Fragen, die ihr hinterlassen habt. Und wie gesagt, wie es Sami schon gesagt hat, falls ihr eure hinterlassen wollt, dann seht ihr hier eine Nummer. Einfach anrufen, das ist ein Ortstarif in Hamburg. Und wir nehmen dann eure Fragen. Soll ich das Play drücken? Ja? Ja, sicher, natürlich. Hallo Best Boys, hier ist Alejandro und meine Frage ist folgende. Seit iOS 8 kann man ja Tastaturen von irgendwelchen Entwicklern installieren, zum Beispiel SwiftKey oder Skype für iPhones. Das Problem ist, dass diese Tastaturen immer einen Vollzugriff möchten für das gesamte Telefon. Wie seht ihr das mit dem Vollzugriff? Kann man da bedenkenlos zustimmen oder sollte man erstmal Abstand halten? Und gibt es irgendeine bestimmte Tastatur, die ihr verwendet? Das war's schon. Dankeschön und keep it real. Alejandro hat eine Frage gestellt und zwar hatten wir die Frage schon mal beantwortet, glaube ich. Aber vielleicht kannst du mir sich kurz fassen. Ja, also an sich kann ich dir bei iOS-Tastaturen empfehlen. Der Vollzugriff brauchen sie deswegen, damit sie halt ordentlich funktionieren. Es ist nicht wirklich, weil sie halt die Daten auslesen wollen. Es geht darum, da Apple sehr, also darauf extrem achtet, dass die halt nicht zum Beispiel diesen Copy-Paste-Menü oder sowas auch Zugriff haben. Das, aber so eine Tastatur braucht halt Zugriff darauf, dass man halt Copy-Paste machen kann oder andere Sachen. Und deswegen muss man halt Vollzugriff anbieten. Da musst du dir eigentlich keine Bedenken haben. Apple überprüft solche Apps sehr genau, dass die halt keine Daten irgendwohin verschicken oder solche. Vor allem, es sind ja keine normalen, sagen wir mal, Apps, sondern es sind Systemerweiterungen. Und das ist eine Systemerweiterung, die Apple jetzt mit iOS 8 angeführt hat. Mhm. Sowas wird sehr genau unter die Lupe genommen und Apple hat definitiv da die Kommunikation beobachtet. SwiftKey ist einer der. Swipe ist jemand, der ganz vorne ist. Es gibt auch so Spaß-Tastaturen, wo du dann halt GIFs, animierte Bilder halt rüberschicken kannst. Das ist halt sehr zugriffsschnell oder ist halt in der Nähe. Aber was ich so mitbekomme, ist halt, alle Tastaturen, die haben eine Latenz. Genau. Also man kann nicht einfach schnell mal was nehmen und einfach lostippen, sondern man muss warten, bis die geladen ist. Und das nervt. Und deswegen hat jeder wieder dann die normale Tastatur. Genau, deswegen benutze ich ihn. Ich habe aktuell eigentlich nur eine GIF-Tastatur, die ich dann wirklich ab und zu mal nutze. Ich habe mal SwiftKey mal eine Zeit lang benutzt. Tastatur ist ganz gut. Aber dieser Lag, der da ist, wenn man zum Beispiel schnell was schreiben will, bis die Tastatur sind, hat mich so genervt, dass ich die einfach deinstalliert habe. Musst du ausprobieren, ob du das für dich schlimm findest. Ich fand es für mich sehr schlimm und musste halt einfach wieder die normale Tastatur nehmen. Aber das kann man halt machen. Also kannst du bedenkenlos Tastaturen installieren. Empfehlen kann ich dir so eine SwiftKey-Tastatur, die ist kostenlos und hat sogar so eine Swipe-Gesten drauf. Next. Ja, hallo. Also erstmal ein großes Lob an euch. Macht immer gute Arbeit. Und meine erste Frage wäre, welche Geräte nutzt ihr beide und aus welchen Gründen? Meine zweite Frage wäre, ob sich das HDCON haptisch in den Farben sehr groß, also sehr große Unterschiede hat. Und meine dritte Anmerkung wäre, für euren Bestcast, dass ihr vielleicht irgendein Sofa oder so dahinstellt, sondern dann gibt es irgendwie so einen gemütlichen Look, weil ihr wolltet ja euer Studio etwas umbauen. Gut, kurz und knapp. Danke für die Antworten schon mal. Bis dann. Deine erste Frage ist, was für Geräte wir aktuell nutzen. Ich glaube, das hat man jetzt so herausgesehen. Ja. Moto X. Ja, bei mir ist das aktuell das Nexus 6 und halt iPhone. Genau. Wie sich das One M8 haptisch anfühlt. Ist das die Frage gewesen? Ja, ne? Ich glaube, ich habe es so verstanden, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht wirklich richtig verstanden. Vielleicht kannst du so das beantworten. Falls wir es jetzt falsch beantworten, einfach nochmal schriftlich hinterlassen und dann gucken wir uns das sehr gerne an. One M8 ist natürlich Metall. Und es ist nicht so Metall, was haftet, sondern es ist so ein sogenanntes, sagen viele, ich empfinde das nicht so, aber das steht halt in den Reviews, sagen viele, es ist so ein slippery Metall, es rutscht aus den Händen. Es ist ähnlich wie bei dem iPhone 6 oder 6 Plus, dass es aus den Händen rutscht. Haptisch fühlt es sich natürlich sehr, sehr wertvoll an. An kalten Tagen ist das kalt und an warmen Sommertagen ist es halt sehr warm. Und das merkst du auch halt, weil das Gehäuse zu fast 90% aus Metall besteht. Ich finde es nach wie vor dass es eines der schönsten Telefone ist in diesem Jahr. Hm. Es gibt sicherlich andere Geräte, die jedem vielleicht
Dir vielleicht besser gefallen, mir anders gefallen. Ich finde, One M8 ist, was ich ab und zu mache, ich nehme es einfach aus dem Schrank raus, ich gucke mir das an, ich habe echt Bock dann, das wieder zu nutzen, weil es so gut gelungen ist, weil es so schön ist. Ja, also es ist, also designmäßig kann ich wirklich komplett zustimmen. Es ist ein super cooles, schönes Gerät, würde auch wirklich sagen, es ist halt das schönste Gerät, was dieses Jahr gezeigt worden ist. Und es liegt halt, ich muss schön gut in der Hand. Ich finde auch die Metallfarbe, also gerade dieses Gunmetal Grey, finde ich am besten von allen. Das Bronze, das interessiert mich nicht so, das ist matt. Und auch dieses Silberne, was man vom One M7 kennt, das ist auch nicht so meins. Vielleicht mag das jemand, aber dieses Gunmetal Grey, das ist so prägnant, das brennt ein, das steht für HTC. Ja. Ja. Bin mal gespannt, wie der Nachfolger wird. Genau, die letzte Anmerkung, Sofa. Aktuell ist es so, dass wir... Also ich sag's ehrlich, ne? So wie es ist. Und entweder habt ihr Verständnis oder habt nicht Verständnis. Es ist immer etwas schwieriger, Sachen durchzubekommen, wenn man in einem größeren Unternehmen ist. Alles muss nach Richtlinien laufen, es wird auf Gesundheit geachtet. Dann gibt es immer sowas wie eine Investitionsfreigabe. Und das alles kostet viel Zeit. Was wir bis dahin machen können, um das so einfach und bequem wie möglich zu machen, ist improvisieren. Und das machen wir jetzt. Einige von euch sagen, der Sound ist nicht gut. Das ist das, was wir aktuell machen können. Wir sind komplett eigentlich schon ausgestattet mit allem, aber es dauert etwas. Ja genau, es wird Zeit in Anspruch nehmen, bis wir halt ihr alles so eingerichtet haben, wie wir es wollen. Ja. Wir müssen Zeit dauern. Aktuell ist das hier etwas steril, ich weiß, sieht aus wie ein Krankenhaus. Und Sofa ist an sich auch für die Zukunft geplant, wird ein bisschen dauern. Richtig? Richtig. Ich wollte nur sagen, ich bin unschuldig. Das wollte ich schon immer sagen. Entschuldig. okay, next. Hallo Best Boys, hier ist Thomas. Ich habe eine Frage für euch. Und zwar würde es mich interessieren, was ihr von dem Trend haltet, dass Smartphones zwar immer größer werden, allerdings dafür auch immer dünner werden. Persönlich sehe ich, ist das bei Kollegen häufig dass der Fall ist, dass die jetzt immer dickere Handyhüllen kaufen, damit die eine gewisse Haptik haben und damit die Geräte denen nicht aus der Hand rutschen. Persönlich finde ich es auch bedenklich, dass die Geräte immer kleiner werden, dünner werden. 5 mm Smartphones, 6 mm dicke Smartphones. Ich denke, das Optimum wurde erreicht bei dem iPhone 4S. Das war haptisch einfach super, das lag gut in der Hand, war wertig. Da würde ich euch bitten, mal eure Meinung kundzutun. Wie seht ihr das? Dankeschön und macht weiter so. Dann erzählt. Ja, ich glaube, wir haben uns schon viel gerade darüber geredet, als wir das Nexus 6 gezeigt haben. Das Problem ist einfach, dass, was heißt das Problem? Die Märkte zeigen einfach, dass Leute große Telefone wollen. Das ist in China so. China ist ein Markt, der mobilfunktechnisch ein Orientierungsmarkt ist und auch ein sehr schwieriger. Und Indien dagegen ist ein Markt, der sehr viel Potenzial hat. Aber der Westen und also USA und Europa, das sind halt so etablierte Märkte. Und was hier funktioniert, funktioniert auch in China. Und was in China dann funktioniert, funktioniert auch hier. Sicherlich gibt es so zwei, drei Sachen, die dann halt nur in China funktionieren oder nur halt im Westen funktionieren. So dieses Candy-Style pinke Telefone, die funktionieren halt hier nicht. Wir stehen auf dezent. Kommen wir aber zurück zu der Größe. Die Größe, für mich, ehrlich gesagt, ist sie nicht so wichtig, wie sie jetzt, keine Ahnung, also ich das ist für mich zu viel, Nexus ist für mich zu viel, Note ist für mich zu viel. Ich will immer noch so iPhone 5S, also Xperia Z3 Compact größer haben. Und das Moto X ist eines der Telefone mit 5,2 Zoll, die sehr, sehr handlich sind. Sehr, sehr handlich. Und deswegen habe ich mich unter anderem dafür entschieden, weil es natürlich aber auch von Motorola kommt und weil es halt das richtige Nexus in meinen Augen ist. Also die Sache mit der Größe ist ja an sich, Leute wollen halt irgendwie große Telefone, deswegen kommen halt alle Hersteller mit großen Telefonen raus. Und was jetzt so Dünnheit meint, dass das Telefone auch dünner werden. Ich glaube, weil die Telefone so größer werden, müssten die ein bisschen dünn sein, damit die überhaupt noch irgendwie mit einer Hand haltbar sind oder noch was man machen kann damit. Weil wenn nicht so ein großes Telefon und es auch noch super dick ist, funktioniert es halt nicht. Man muss es halt doch ein bisschen schlanker machen. Also ich bin halt auch kein Fan davon. Mir wäre es auch lieber, wenn die einfach mal kleine Telefone bauen. Kann von mir aus ein bisschen dicker sein, kann ich damit leben. Aber leider geht der Trend, wie Kamal schon meinte, halt sieht man China und anderen Ländern,
geht halt in die Richtung, große Telefone zu haben. Und die halt natürlich auch, weil die so groß sind, halt dünner gebaut werden. Ja, es ist halt die Sache. Also viele Hersteller werden nächstes Jahr zum Beispiel einen Fokus auf Dünnheit legen, weiterhin, weil dünn und schlank ist immer sehr gut aktuell und ist auch ein Trend, hat aber immer irgendwelche andere Konflikte, zum Beispiel mit dem Akku oder die Größe leider darunter oder das Volumen wird einfach besser verteilt. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass eine perfekte Balance herrschen muss. Das Telefon muss so gut in der Hand liegen, dass es nicht irgendwo einen Schwerpunkt hat oder sowas. Das gelingt zum Beispiel Apple immer sehr gut, dass die Geräte wirklich eine sehr schöne Balance haben. Und das ist, was man auch in den Händen sofort unterbewusst fühlt. Das ist auch Motorola sehr gut gelungen. Und es gelingt auch vielen, vielen anderen Herstellern so. Was sicherlich ein schlechtes Beispiel für eine Balance ist, ist ja, hier ist ein dicker Akku, aber das ist auch ein Tablet. Das ist ja auch nicht etwas ein Gerät, was ich in meiner Tasche habe. Aber das ist, was ich meine. So. Ja. Noch was dazu? Nein, nächste Frage. Hi Samir, hi Kamal. Erstmal Big Up für eure Arbeit, die ihr bisher gemacht habt, echt top, was ihr da auf die Beine gestellt habt und welche Relevanz ihr jetzt auch in der Szene habt, echt top dafür. Ich habe zwei Fragen an euch, und zwar einmal, ihr sagt ja, also ihr habt ja mal gesagt, dass ihr Spotify und Google Play Music benutzt. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mir anschaffen könnte, also überwiegend Rap-Musik wäre auf jeden Fall wichtig und was ihr da so empfehlen könnt, was oder einen dritten Anbieter, der jetzt vielleicht noch mehr Content hat, würde mich echt mal interessieren. Dann die zweite Frage ist, der Nexus Player wurde ja gelauncht und Amazon hat ja auch was, was es schon gibt, was momentan aber nicht verfügbar ist, das ist ein Fire TV. Da wollte ich mal fragen, was da am nützlichsten wäre. Also ich möchte auf jeden Fall Netflix streamen, YouTube wäre nicht schlecht. Und gibt es jetzt schon Alternativen zum Nexus Player, der auch eine Android-Oberfläche hat, der auch wirklich gut funktioniert? Weil es gibt ja viel diese China-PCs. Ich bin's nochmal, war wohl gerade etwas zu lang. Ich wollte nur wissen, was ihr da empfehlen könnt, ob es momentan solche Alternativen gibt zum Nexus TV. Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao. Das erstmal vielen Dank für deine Worte. Applaus. Nein, Spaß. Es war natürlich etwas lang, deswegen wurde sein Voice geschnitten, deswegen haben wir das direkt nahtlos weitergeführt. Aber ja, er hat zwei Fragen gestellt. Einmal, oder beide Fragen sind eigentlich sehr streaming-relevant. Beantworte sie einfach, was du denkst. Okay, also für Musik an sich, für Rap-Musik, also an sich ist der Katalog bei allen großen Streaming-Anbietern wie RDO, Spotify, Google Play Music und Deezer halt fast gleich. Also du kannst eigentlich irgendeinen von denen ausprobieren, du wirst fast immer einen ähnlichen Katalog finden. Also da gibt es jetzt nicht, wo ich sagen kann, okay, nimm diesen Anbieter, der hat viel Rap-Musik oder der ist spezialisiert. Wenn, dann wird es wahrscheinlich Beats sein für Englisch. Kannst du ausprobieren, aber ich würde es vielleicht, wenn du es einfach Spotify mal ausprobieren, 30 Tage Abo und einmal testen, ob du die Musik findest, die du gerne hören willst. Spotify ist in letzter Zeit wirklich so, dass da halt recht schnell, also ich höre meistens US-Tracks, keine deutsche Musik, dass die recht schnell in Spotify verfügbar sind. Musst du halt selber ausprobieren, was am besten für dich ist. Und eine Frage zu dem Player? Also zu seinem Player. Ob es eine Nexus-Alternative gibt und was du so von Nexus hast. Also als Nexus-Player-Alternative. Nexus-Player-Alternative wäre eigentlich nur das Fire TV. Die Problematik da ist halt, du hast halt keinen Play Store drauf. Aber wenn es dir nur wirklich darum geht, Netflix und Co. zu streamen, also wirklich, wenn du nur das machen willst, dann kannst du dir auch eigentlich einen günstigen Chromecast kaufen. Weil das kannst du halt mit deinem Telefon verbinden und einfach sagen, spielst du auf Chromecast. Aber Nexus Player hat dann so Eigenschaften wie Spielen und sowas. Genau, wenn du aber sowas haben willst, Nexus Player gibt es ja bei uns nicht, kannst du auch ein Amazon Fire TV kaufen. Kostet ja auch halt 99 Euro, genauso viel. Kannst du auch machen, ist halt aber die Sache, bedenke, dass eigentlich, ich glaube sogar, dass Nexus Player, die haben beide 8 GB internen Speicher und der Speicher ist nicht erweiterbar. Man kann also nicht wirklich massenhaft Spiele drauf installieren. Der Speicher ist sehr schnell voll. Ich habe zum Beispiel mein Fire TV, habe ich mir bestellt gehabt.
Ich habe es denen jetzt schon verkauft, weil erstmal wurde es bei mir nicht genutzt. Mhm. Weil ich habe halt ein Apple TV und Chromecast, die benutze ich öfters. Andersrum fand ich den Katalog von Amazon beim Spielen auch ein bisschen wenig klein und mich haben diese 8 GB ein bisschen gestört. Weil wenn ich halt, sage ich mal, als Mini-Konsole haben will, soll das der Speicher eigentlich erweiterbar sein. Ich meine, ich habe zum Beispiel Asphalt installiert, das kann man auch sogar mit dem mitgelieferten Controller, also Remote spielen. Das hat bei mir irgendwie 2 GB Platz verbraucht. Da war halt kaum noch was verfügbar. Ich würde die Sache anders angehen. Ich würde sagen, es hängt ganz von dem Ökosystem ab, was du nutzt. Bist du ein iPhone-Nutzer, dann hol dir ein Apple TV. Es ist in erster Linie keine unabhängige Box, wie, oder es ist nicht gleichzusetzen wie ein Nexus-Player. Der Nexus-Player ist wirklich eine eigene Recheneinheit und kann sich mit dem Internet verbinden und du kannst da Spiele drauf lassen. Und Apple TV ist eigentlich nur entweder iTunes und Fotos und die ganzen Streaming- und Trailer-Geschichten. Plus, aber wenn ein iPhone oder iPad dazu kommt, dann hast du die volle Fähigkeit, wie zum Beispiel Spiele mit Second Screen und oder Remote-Steuerung dazu zu machen. Das klappt mit Apple TV sehr gut. Ich habe jetzt keins und kann keine konkreten Beispiele nennen, aber ich habe in Erinnerung, dass Apple TV trotz seiner, sagen wir mal, seines Oldschool-Fähigkeiten sehr gut ist. Doch, ist es, weil deswegen war es auch einer der Gründe, wieso halt das Fire TV bei mir nicht geblieben ist. Das Apple TV benutze ich und ich gucke mir, wenn ich mal halt ein Video gucken will, über mein iPhone, dann kann ich einfach meinen ganzen Bildschirm auf das Apple TV spiegeln mit dem Video und dann läuft das einfach. Muss ich mir keine Sorgen machen, irgendwas, und es funktioniert einwandfrei. Deswegen, also kommt wirklich auf ein, wie kann man so machen, was für ein Ökosystem du benutzen willst. Von diesen China-Geräten, da kenne ich mich leider nicht aus, dass ich dir was sagen kann. Die sind aber alle Android-basierend, oder wenn nicht, dann sind sie gar nichts basierend. Dann hockst du da mit der Speicherkarte oder USB-Sticks rum, was 2015 eigentlich nicht mehr sein soll. Also ja, es ist halt bei diesen China-Dingern, hast wahrscheinlich viel Frickelarbeit, dass du halt irgendwas anpassen musst. Frickelarbeit? So halt, er muss irgendwelche Sachen konfigurieren, irgendwas anpassen, ich weiß es nicht. Halt sollten Sachen tun. Da würde ich dir wirklich empfehlen, probier von mir aus den Fire TV aus, wenn du sagst, du willst halt sowas haben. Netflix kann man mit bei Fire TV jetzt nutzen, ist seit, ich glaube, seit 3 Wochen verfügbar. Sonst alternativ, wenn es nur wirklich um Netflix geht, reicht vielleicht ja auch ein Chromecast aus. Kostet nur 35 Euro. Und auch ein iPhone funktioniert gut mit Chromecast. Ja, also man kann auch YouTube, Netflix, whatever, MaxDome, alle über aufs Chromecast senden. Funktioniert einwandfrei. Okay, das waren alle Fragen. Ja. Ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit, Fragen zu hinterlassen, dann beantworten sie genau und mit diesem Detail halt. Die Nummer seht ihr hier, einfach anrufen und wir kümmern uns darum. Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir die schriftlichen Fragen, wenn wir dann keine Voice-Fragen haben. Aber wie gesagt, lasst einfach los, je nachdem, wo ihr seid, auf YouTube oder auf TechStage und wir lesen dann eure Fragen. Ja. Das war der Bestcast 50. Nicht viele Themen, bisschen mehr Hardware und eure Fragen. Wir sehen uns heute in einer Woche wieder. Da bist du eigentlich da oder bist du nicht da? Doch, haben wir da, aber ich glaube, den Bestcast werden wir wahrscheinlich früh aufzeichnen. Er geht in den Urlaub und... Für 2 Tage. Ich bin halt Montag nicht da. Dienstag bin ich wieder da. Sonntag bist du auch weg. Ja, Sonntag ist Sonntag, Mann. Das ist ein Tag für mich. Das ist kein Tag für dich. Arbeite lieber ein bisschen. Sonntag spielst du immer GTA. Du musst GTA. Ich hab's noch nicht mal initiiert. Benutze die Zeit, um GTA 5 zu üben. Dann spiel mir aufs Xbox One. Natürlich könnt ihr eigentlich auch alle mitspielen. Findet ihr bestimmt. Nein. Wisst ihr, wie das sagt? Er hat's nicht drauf. Muss mich noch ein bisschen. Er hat nicht mal Call of Duty auf PS4 mit mir spielen wollen. Ich habe keine PS4. Ja, kauf dir eine. Ich habe eine Xbox One, die gammelt da rum. Digga, ich habe Xbox One und PS4. Und beide gammeln rum. Komm, weißt du, was man mit dem Gerät eigentlich macht? Da spielt man nicht drauf, weil damit arbeitet. Deswegen habe ich ja eine PS4 und Xbox One. Arbeite lieber etwas. Mach ich. Na gut, ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.